Ich bin Annalena, komme aus der evangelischen Schule aus Hagenow. Ich stehe gerade vor der Synagoge in Hagenow. Hier findet schon seit über 20 Jahren die Schülerkunstausstellung statt. Dieses Jahr findet das Thema Collagen statt. Letztes Jahr war es 650 Jahre Hagenow. Dieses Jahr fällt die Eröffnung leider aus wegen Corona. Trotzdem waren die Kinder aus Hagenow sehr kreativ und haben sehr viele Bilder gemacht. Und jetzt schauen wir sie uns einmal an. Destination unknown. Just leave it all behind. We're never coming back. We're never coming back. So, wir sind jetzt hier in der Synagoge und neben mir steht Henry Gavlik, der Museumsdirektor. Herr Gavlik, dieses Jahr gibt es spezielle Regeln wegen Covid-19. Wie können Besucher und Schüler trotzdem die Ausstellung besuchen? Das ist eine schwierige Sache. Zunächst sind Gruppenbesuche nicht erlaubt, also mindestens einen Monat lang. Wir haben uns überlegt, dass wir die Kunstwerke abfotografieren werden und auf Instagram hochladen werden, sodass jeder Betrachter dann auch seine Meinung dazu sagen kann, also ein Like vergeben kann. Es wird jeden Tag, es sind 53 Kunstwerke, also an 53 Tagen ein Bild hochgeladen, sodass jeder Schüler oder auch die Eltern diese Bilder betrachten können und dass man eine Bewertung abgeben kann. Das ist zunächst mal die Möglichkeit, die wir bieten wollen, dass jeder die Ausstellung zumindest virtuell betrachten kann. Und wenn wir die Ausstellung wieder für die Öffentlichkeit möglich haben, sie geht ja immerhin bis zum 5. März. Da ist ja Gott sei Dank viel Zeit und wir wissen nicht, wie sich das mit Corona weiterentwickelt. Wenn es möglich ist, wieder Veranstaltungen zu machen, hier auch eine Art Eröffnung im Rahmen der Möglichkeiten zu machen, dass man nochmal erinnert, dass die Schüler dieser Stadt sich der Kunst zugewendet haben. Wer war alles dabei bei der Schülerkunstausstellung? Wer hat dabei mitgeholfen? Ja, wie in jedem Jahr haben wir in Hagenow 7 Schulen zur Verfügung, dass Schüler aus diesen Schulen sich an dieser Ausstellung beteiligen. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Durch Corona bedingt gibt es Schwierigkeiten, den Unterricht zu gestalten. Ihr wisst es besser als ich, sodass ich sagen muss, dass das Gymnasium und die Diesterwegschule sich nicht beteiligen konnten. Ich hörte aber, dass die Diesterwegschule mit Frau Schuck Kunstwerke gestaltet hat. Es kam aber zu spät die Kunstwerke hier an. Sie sind aber in der Diesterwegschule ausgestellt, was sehr schön ist, dass diese Schule sich auch beteiligt hat. Ansonsten sind beteiligt die Stadtschule am Mühlenteich, die Friedrich-Heinke-Schule, die Europaschule, die Evangelische Schule und die Mikado-Schule. Kunsterzieherinnen, denen ich ganz besonders danken möchte, auch jenen, die jetzt hier nicht genannt wurden und an diesem Projekt gearbeitet haben, ist Frau Görner von der Stadtschule, Frau Meier von der Friedrich-Heinke-Schule, Frau Hohmann, Mikado-Schule, Frau Kloss, Europaschule, Frau Häubner, die Schuldirektorin der Europaschule. Die Direktorin hat selbst die Kunstwerke, was ein großes Gemeinschaftswerk ist, hier mit ihrem Mann angeliefert. Das ist auch was ganz Seltenes, aber es ist passiert und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und die Evangelische Schule natürlich auch, mit Jane Torun zu nennen. Also allen Kunsterziehern und Kunsterzieherinnen, die mit den Schülern gearbeitet haben, großer Dank. Thema dieser Ausstellung ist Collagen gewesen. Ich habe mal nachschlagen lassen, ich habe das gar nicht selbst gemacht, ich habe ja immerhin Mitarbeiter. Collage ist ein französisches Wort und da stecken Begriffe drin wie Leim
und kleben, also das Material Leim und die Tätigkeit kleben, und das wurde gemacht. Die Materialien, aus denen unsere Kunstwerke entstanden sind, sind damit ganz unterschiedlich. Also von der Zeichnung angefangen, die zerschnippelt ist und zu einem neuen Kunstwerk zusammengestellt wurde, oder kleine Objekte, ich habe Seepferdchen entdeckt und Knöpfe und Kunststoffe, Netze und viele andere Dinge, die sind zu neuen Bildern entstanden, zusammengestellt worden, so wie eben auch diese Gestalt aus einer Unmenge von Früchten. Das sind natürlich keine echten Früchte, aber es sind lauter ausgeschnittene Früchte aus irgendwelchen Werbeprospekten und dann zusammengestellt. Hier ist eine Tradition gefolgt worden. Ich würde sagen, in der Renaissance, im Barock, wahrscheinlich stärker im Barock, sind diese Bilder entstanden, dass man menschliche Gestalten oder auch Tiere aus Früchten und anderen Materialien als Gemälde gemalt hat. Und davon abgeleitet oder angeregt ist dieses Kunstwerk entstanden, und wir können hier so ein Früchtemännchen erkennen. Und das hat uns sehr gut gefallen, und das ist als Plakat verwendet worden und als Urkunde, die wir wie in jedem Jahr jedem Schüler, der beteiligt ist, überreichen werden. Da sage ich immer, werft sie nicht weg. Das ist auch ein kleines Kunstwerk, was entstanden ist. Mit eurem Namen steckt es in eure Zeugnismappe. Und wer häufiger hier dran teilgenommen hat, hat schon eine kleine Sammlung solcher Kunstwerke. Und außerdem sehen diejenigen, die diese Mappe mal in die Hände bekommen, dass ihr aktiv Kunst gemacht habt. Und das ist ein schönes Dokument. Museumspädagogin und Museologin. Könnten Sie sich einmal genauer vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Andrea Kaufmann. Ich komme gebürtig aus Thüringen, aus Weimar und Erfurt. Nach meinem Volontariat bin ich jetzt erstmal hier. Welche Aufgabe haben Sie im Museum und wie sind Sie mit der Schülerkunstausstellung jetzt so verbunden? Also als Museumspädagogin kümmere ich mich um Besuchergruppen, natürlich um Kindergruppen auch natürlich. Das zieht sich durch die gesamten Altersstufen und ich bringe den Besuchern dann die Ausstellung etwas näher. Als Museologin kümmere ich mich um die verschiedenen Sammlungsbereiche des Museums. Ein Museum hat natürlich auch die Aufgabe, Objekte zu sammeln und zu pflegen und sie dann gegebenenfalls auszustellen. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Nach meinem Abitur habe ich dann erstmal ein freiwilliges soziales Jahr in einem Museum gemacht. Und das hat mich dann dazu verleitet, das Studium anzufangen. Einmal in der Geschichtswissenschaften und der Kunst und dann später im Sammlungsbereich. Haben Sie davor schon mal im Museum gearbeitet und wenn ja, wo? Also nach meinem Abitur war ich im Philetischen Museum in Jena. Da hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Nach meinem BA-Studium war ich in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt. Danach hatte ich mein Masterstudium und nach meinem Masterstudium habe ich mein Volontariat im Stadtmuseum Hornmoldhaus in Bietigheim-Bissingen absolviert. Wie begleiten Sie die Schülerkunstausstellung für die nächsten Jahre? Einmal werden wir dann wahrscheinlich Kontakt mit den Schulen herstellen. Wir werden die Themen weitergeben, die Lehrer instruieren, die Bilder auswählen und sammeln und schließlich aufhängen. Liebe Schüler aus Hagenow, wir haben eine kleine Aufgabe, eine Hausaufgabe. Macht eine Bildanalyse, ihr müsst nicht zu sehen sein und könnt das auch mit dem Handy machen und uns zuschicken über E-Mail. Wenn ihr nicht in die Synagoge gehen könnt, könnt ihr uns auch gerne eine Audiodatei schicken und erklären, welches Bild ihr genommen habt. Könnt ihr auch die Bilder auf Instagram angucken. Zwei Jungs haben das einmal für euch gemacht, dass ihr wisst, wie ihr das machen könnt. Ich bin Anton, bin 12 Jahre alt und komme von der evangelischen Schule Dr. Eckhard Schwerin. Ich habe mir dieses Bild ausgesucht, weil man
die Natur sehr gut erkennen kann. Und man kann auch sehr gut erkennen, dass mit Pinseln gearbeitet wurde. Auf dem Bild sind sehr viele Tiere aufgeklebt worden. Der See ist mit durchsichtigem Papier dargestellt worden, hinter dem auch Fische sind. Deswegen habe ich es mir ausgesucht. Ich bin Oskar, ich bin 11 Jahre alt und ich komme aus der evangelischen Schule Dr. Eggert-Scherin. Ich habe mir dieses Bild ausgesucht, weil ich finde, dass man sehr gut erkennt, was dargestellt ist, nämlich ein Menschen. Er ist aus Früchten dargestellt und Gemüse, das finde ich sehr gut. Und ich denke, dass der Künstler sich dabei gedacht hat, dass der Mensch und die Natur zusammengehören. Das finde ich sehr gut. Ja, ich finde, das Bild ist sehr gelungen, weil man auch die Früchte erkennt. Man erkennt aber auch, dass es ein Mensch ist. Die Schülerkunstausstellung ist bis zum 5.3. in der Synagoge. Ich freue mich schon auf eure Einsendungen. Und wie gesagt, wenn ihr nicht in die Synagoge gehen könnt, könnt ihr es auch online angucken auf Instagram. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt gesund. Tschüss! Alles gut? Wenn ihr nicht in die Synagoge gehen könnt, könnt ihr uns auch eine Audio schicken. Und auf Datei.